Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Tierschutz ist fachlich und rechtlich sehr differenziert zu betrachten. Das Wohlergehen unserer Mitgeschöpfe ist mit wachsendem politischem Gewicht, mit berechtigten ethischen Fragen und natürlich auch immer mit starken Emotionen verbunden. Der Tierschutzbegriff lässt viele Blickwinkel auf die Materie zu, auf Nutztiere, auf Haustiere, wildlebende Tiere, auf Eingriffe an Tieren, wie Tierversuche, auf die Zucht, die Haltung, Transport, Schlachtung und Verarbeitung. Unsere Gesellschaft braucht ein geschärftes Bewusstsein für den Tierschutz, aber auch eine pragmatische und differenzierte Debatte zum Tierwohl. Der Deutsche Ethikrat beschrieb im Juni 2020 zutreffend, wie eng die Nutztierhaltung mit unserer Kulturgeschichte verflochten ist. Das lange Zusammenwirken von Menschen und Nutztieren ließ die Besiedelung vieler Regionen unserer Erde überhaupt erst zu. Auch unsere sächsischen Kulturlandschaften mit ihrer Vielfalt regionaler Kulturformen spiegeln genau das wider. Wie Professor Karl Mansfeld sagt, waren Nutztiere unsere Begleiter aus dem Weg aus der Urlandschaft in die Kulturlandschaft. Ein lebendiges Erbe sächsischer Kulturgeschichte ist die Lausitzer Heide- und Teichlandschaft oder eben die Bergwiesen- und Steinrückenlandschaften im Vogtland, im Oberlausitzer Bergland oder in meiner Heimat, dem Erzgebirge. Tierproduktion prägt Landschaft. Landschaft ist Heimat. Heimat ist unsere Wurzel. Vor wenigen Tagen kamen in den Mutterkuhherden am Püllberg bei Annaberg deren Kälber auf der Weide unter freiem Himmel an der frischen Luft zur Welt. Ein kerngesunder Start ins Leben. Für Besucher aus der Stadt Leipzig oder Dresden sind die weißbraunen Fleckviehherden mit ihren Kälbern inmitten einer historisch anmutenden Landschaft ein romantisches Idyll. Das ist es für Einheimische und für mich auch. Für den Weidewärter im Mutterkuhbetrieb aus Königswalde ist es harte, verantwortungsvolle und mäßig bezahlte Schwerstarbeit. Gerade die Mutterkuhhaltung mit guten Futterverwertungen wie Simmentaler Fleckvieh, Charolais, Auerochsen oder Wasserbüffeln, die zeigt vorbildlich, wie Tierwohl durch artgerechte Haltung geht. Aber was hat denn die Agrarpolitik der EU unternommen, um diese artgerechte und bewährte Form der Tierhaltung zu stützen? Wie hat Sachsen den Mutterkuhbetrieben geholfen? Die Tierhalter sagen es ihnen wenig, viel zu wenig. Die extensive Wirtschaftsweise ist nämlich mit intensiver kleinteiliger Arbeit verbunden. Und das macht die tierschutzkonforme Mutterkuhhaltung unrentabel. Und sie steht deshalb in vielen Betrieben vor dem Aus. Ich bin begeistert von der Mutterkuhhaltung, weil sie alles kann. Tiergesundheit, artgerechte Haltung, Qualitätsfleisch, Landschaftspflege, kostengünstigsten Naturschutz, den sich eine Gesellschaft vorstellen kann, Artenvielfalt und werbewirksame Kulissen für den Landtourismus. Stimmt's, Frau Klepsch? Bisschen provokant habe ich in meinen zurückliegenden 20 Dienstjahren in der Landschaftspflege immer wieder betont, dass nicht der Naturschützer, nicht die Veganer und schon gar nicht die grünen Traumtänzer, sondern hart arbeitende Bauern und Tierhalter die Schöpfer und Bewahrer unserer lebenswerten sächsischen Kulturlandschaften sind. Das mal zur Klarstellung. Die intensive Tierhaltung steht in der Kritik, zu Recht und auch zu Unrecht. Und dazu zitiert nun die Linke den Nobelpreisträger und Theologen Albert Schweitzer. Der sagte, Tierschutz ist Erziehung zur Menschlichkeit. Und wenn Sie als Linke sich schon auf Albert Schweitzer stützen, der ein Freund der Aufklärung war, dann lassen Sie uns sein Wirken etwas tiefer beleuchten. Er vertraute nämlich auf die Vernunft, können Sie diesen Begriff buchstabieren, Herr Böhme, auf die Vernunft mündiger Menschen, Eigenverantwortung und Selbstbestimmung. Und dieser Dreiklang aus Vernunft, Eigenverantwortung und Selbstbestimmung hat unseren gesellschaftlichen Erfolg ermöglicht, soweit nicht gerade die Sozialisten regiert haben. Mehr Tierwohl. Wie geht das mit der Verantwortung der Erzeuger, der Vernunft der Politik, der Macht des Handels und den Möglichkeiten der Verbraucher? Und welche Grenzen setzen uns die Gesetze der Agrarökonomie? Kennen Sie das? Weniger Tierbestand auf größerer Fläche bedeutet nämlich höhere Produktionskosten und geringere Erträge für Erzeuger. Begriffen? Was ist im Spannungsfeld globalisierter Märkte für das Tierwohl in Sachsen also leistbar? Haben wir von hier aus Einfluss und wenn ja, wie viel? Im Bereich unserer parlamentarischen Möglichkeiten liegt der politische Gestaltungswille. Und wenn eine Regierung oder ein Parlament etwas will, Herr Hohmann, hören Sie gut zu, dann muss es dies auch können. Mehr Tierschutz funktioniert nicht durch das Überstülpen praxisferner Wunschvorstellungen. Das ist schön, dass Sie das amüsiert, Frau Staatsministerin. Nutzen wir daher die Berufserfahrung und den Praxisbezug unserer Landwirte. Sie sind gute Berater, wenn man ihnen Gehör schenkt. Nehmen wir die Anliegen aus der Tierproduktion also ernst. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, sehr geehrter Präsident, werte Kollegen, liebe Frau Schaber, es war nicht meine Absicht, Sie jetzt fachlich zu überfordern mit den Mutterkühen. Deshalb gehe ich noch mal
extra für Sie auf die Nutztierhaltung ein. Zum Thema gehört, dass die Nutztierhaltung die meisten Tiere betrifft, Herr Gebhardt. Das ist die Realität. Die Marktmacht der globalen Fleischindustrie kennen wir alle. Lobbyisten in Brüssel kümmern sich darum, dass das so bleibt. Also sprechen wir mal über die Konsumentenseite. Wie ist es denn um die Kaufkraft der Verbraucher bestellt, mehr tierwohlgerechte Produkte zu kaufen? Wie Sie wissen, arbeiten die Deutschen dank ihrer Politik mehr als die Hälfte des Jahres für Steuern und Abgaben. Ununterbrochen steigende Energie- und Kraftstoffpreise, die Besteuerung des Spurengases und Pflanzennährstoffs Kohlendioxid, das sind rot-grüne CDU-Projekte, mit denen Sie die Kaufkraft hunderttausender Verbraucher kräftig schröpfen. Ein parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen, wie Herr Lippmann, der gerade nicht anwesend ist, der kann sich natürlich jeden Tag sein Biohähnchen für 25 Euro im Bioladen leisten. Und nach Ihrer vorgestern beschlossenen Diätenerhöhung dürfen es auch gern 2 oder 3 sein. Aber die breite Masse der Arbeiter und Angestellten, denen Sie Ihr hart erarbeitetes Einkommen aus der Tasche ziehen, die können sich das tierwohlgerechte Produkt eben nicht leisten. Und unsere Senioren mit ihren Mini-Renten, die können sich den Biokäse und das Biohähnchen eben leider auch nicht leisten. Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ja, selbstverständlich. Bitte. Kollegin Kliese. Ja, vielen Dank. Ist Ihnen bekannt, dass in der Bundesrepublik im letzten Jahr so wenig Fleisch wie noch nie konsumiert, gekauft und gegessen wurde? Und können Sie sich vorstellen, dass auch das eine Alternative wäre, einfach den Fleischkonsum zu reduzieren? Es muss ja nicht immer das teure Biohühnchen sein. Es kann ja auch mal eine Reduktion sein, ein bisschen weniger davon. Und kennen Sie die Statistiken dazu? Es kann anstelle des teuren Bio-Hähnchens der teure Bio-Tofu sein, Frau Kliese. Ich weiß nicht, was Ihre Frage jetzt mit meinen Ausführungen zu tun hat. Das ändert 0, nichts an der von mir geschilderten Einkommenssituation der Deutschen. Obwohl viele Verbraucher durchaus in der Lage wären, faire Preise für mehr Tierwohl und damit auch für mehr Erzeugerwohl zu zahlen, können sie es schlicht nicht. Und die wohlsituierte Lifestyle-Linke hier im Landtag plappert hier irgendetwas Blauäugiges mit Erziehung zur Menschlichkeit. Lassen Sie den Menschen doch einfach mehr Geld im Portemonnaie, dann läuft das ganz von selbst, ohne Ihre substanzlose Besserwisserei aus Ihren politischen Parallelwelten. Sind Ihnen die Auswirkungen Ihrer sogenannten Klimarettungspolitik, Herr Günther ist auch schon wieder nicht da, den wollte ich gerade fragen, ob ihm die Auswirkungen seiner Klimarettungspolitik auf die Produktionskosten der Tierhalter eigentlich klar sind? Rot-grüne Politik ist auch in der Landwirtschaft ein Produktionskostentreiber zu Lasten des Tierwohls, zu Lasten des Landwirtes, zu Lasten der Verbraucher. Uns ist das klar, Ihnen offensichtlich nicht. Ihre Politik ist es, die Betriebe und Verbraucher sinnlos unter Druck setzt und zu knallharter Effizienz und Einsparung zwingt. Das sind die Fakten. So, zu den Haustieren hatten wir uns ja heute schon ausführlich ausgelassen. Ich gehe darauf jetzt nicht nochmal im Einzelnen ein. Außer darauf, dass die Tierheime natürlich zu Recht befürchten, dass sich die Lage wieder anspannt, gerade wirtschaftlich, wenn tausende Hunde und Katzen wieder bei ihnen stranden. Feste Personalkosten in Tierheimen haben wir auf der einen Seite, im Rückgang der Spenden auf der anderen Seite, wegen ihrer Stilllegung der Arbeitswelt unter anderem. Und das trägt dazu bei, dass viele Tierheime am Limit sind. So, wie können wir also helfen? Haben wir eine Idee? Wir als AfD-Fraktion haben vorgestern beantragt, dass sich der Freistaat Sachsen an den Personalkosten von Tierheimen endlich stärker beteiligt. Und wir als AfD haben von allen Fraktionen das meiste Geld und den größten Vorteil für Tierheime vorgesehen. Sie haben exakt das erst vorgestern abgelehnt und kommen heute, 2 Tage später, treuherzig mit einer Tierwohldebatte um die Ecke. Sie haben den besten Antrag für Tierheime gemeinsam verhindert, ja, und debattieren heute mal rührselig, mal mit erhobenem Zeigefinger über Tierwohl. Leute, scheinheiliger und unredlicher geht's wirklich nicht mehr. Aber auch Sie haben Anträge zur Förderung von Tierheimen eingebracht und wir als AfD-Fraktion haben beiden Anträgen zugestimmt, weil wir Demokraten sind, denen es ums Tierwohl geht. So geht Sachpolitik hier im Sächsischen Landtag. Und machen Sie sich alle gemeinsam endlich auch zum Maßstab Ihres Handelns und Ihres Abstimmungsverhaltens das Eingangszitat von Albert Schweitzer. Denn, und damit schließe ich diesen Redebeitrag ab, es ist besser, hohe Grundsätze zu haben, die man befolgt, als noch höhere, die man außer Acht lässt. Vielen Dank. Applaus